Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ich bin euer Dante und an meiner Seite ist die wundervollste Frau der Welt. Oh, Zocko. Dieses Geschleime. Passt auf, dass ihr nicht ausrutscht auf der Schleimspur. Und falls ihr irgendwie was nebenbei hören solltet, nein, es ist nicht Alisea, es ist der gute Günther. Der ist aber im Stealth-Modus. Genau, sonst hätte er gerade Hallo gesagt. Ach komm schon, Niki. Wenigstens du musst auf meiner Seite sein. So, aber Niki, wie geht's dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie war denn dein Tag? Und wie ist der Kleber? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ah ja, wir waren ja bei Shiva. Ja, ich versuch's jetzt einfach nochmal mit Shiva. Ja. Willst du vorher nochmal kurz deine Ausrüstung checken? Hab ich das nicht gemacht? Ja, wir können ja nochmal nachgucken, ob wir vielleicht was Neueres, was Besseres zusammenfinden. Okay, machen wir. Aber ich hatte doch, glaube ich, eigentlich schon so eine gute Kombo gemacht. Wieso bist du denn nicht da? Ah, jetzt der ist da im Schrein. Ah, da hatte ich doch so diese tolle Kombo mit den Materia. Gut, genau, effizientes Blocken, dadurch erhöht sich ja ATB. Mit Gewitter. Ja, für Gewitter könnte man da nicht vielleicht irgendwie was. Heilen hast du in dem anderen, ne? Ja, einen habe ich in dem anderen. ATB-Boost. Ja, toll. Ich liebe das, wenn mein Bot das dann um diese Uhrzeit macht. Klar, immer doch. Mein Tag war so scheiße wie immer, mir geht's gut. Und bei euch, wieso war denn dein Tag so scheiße wie immer? In den letzten Tagen war es doch immer gut. Der Kleber lässt sich gut schnüffeln. Das war mir so klar. Nicht zu tief einatmen. Tiefer. Entschuldigung. Ist heute nicht da. Genau. Magieboost. Musst du dreimal pro Krampf. Krampf, ja. Krampf. Ja, ja, manchmal ist es ein Krampf. Ja. Autovita wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Ja, aber es bringt dir nichts, wenn du keine ATB hast. Testen wir einfach mal den hier aus, den ATB Boost, das ist heil. Analyse brauche ich ganz bestimmt nicht nochmal. Ich bin gerade hier am MP Boost, weißt du? Nochmal 10% mehr. Ja. Vorne hast du. Hier habe ich gut. Voll. Mhm. Okay. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Einfach mal so gucken. Ich habe, naja, keine Abwechslung zu sonst. Okay. Staubsauger auch nicht mehr interessant, ne? Ich habe heute mal meine Reaktionszeit getestet. Mein bestes Ergebnis war bei 399 Millisekunden. Mann, bin ich schlecht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es normalerweise liegt. 2 Millisekunden? Kommt drauf an, bei was? Da kannst du auch nichts mehr machen. Nein. Dann probieren wir das mit der Einstellung hier. Genau. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, machen wir doch. Klar, deswegen gehe ich nochmal da rein. Krieg wieder einen. Aber es wird sich lohnen, in Shiva dann da. Ich will es hoffen. Wie bereits erwähnt, liegt die durchschnittliche Reaktionszeit bei 180 Millisekunden. Sie dauert länger, wenn eine Blickzuwendung erst notwendig ist. Dann liegt diese bei ca. 350 Millisekunden. Niki ist so weise. Ja. Google, ach, lässt grüßen. Ja. Max, grüße dich. Wie geht's dir? Mein Mäxchen. Niki klärt. Also klar. Ach, in dem Spiel habe ich ja wieder eine göttliche Taste. Ja. Hau ja doch erstmal schön fett Feuer dann rein. Ja, du musst ja aber auch erstmal stehen bleiben. Das stimmt. Nein, das war blocken. So, mal gucken, wer schneller von uns ist. Es wird heiß. Volle Konzentration. Nicht mit dir. Nicht mit mir. Das habe ich nur noch gemerkt. Ich habe verkehrte Taste gedrückt. Ja, komm erst mal rein. Das ist mal der Probelauf. Ja. Wieso ist das gar nicht? Was denn?
dieser ganze, dieser der andere Boost. Ich habe gedacht, das wäre auch nochmal als Fertigkeit. Mana MP Boost hast du automatisch drin und den anderen musst du aktivieren mit L1 und LR1, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Lauf hin! Ja, ich habe mich gerade auf dich konzentriert. Entschuldigung. Okay. Aber der Schlag, der war okay. Ja, war nur 200. Ja, Max, bei uns ist auch alles gut. Mehr geht immer. Weißt doch, schlechten Menschen geht's immer gut. Obwohl ich im Blockmodus war? Das kannst du, glaube ich, nicht blocken. Blütchen. Blütchen, das wird böse enden. Das tut weh. Das wird mega weh tun. Hinlatschen. Ich bin bereit. Oh, Max, hast du eine Ahnung? Oh, das war gemein. Ja. Ich glaube, das tut weh. Ist das alles? Ja, das ist ein bisschen fröstelig, so wie es ausschaut. Yeah. Eisra. Das war Eisgar. Naja, ich hab's überlebt. Hart, aber hart. Ja. Boah, knapp. Ja. Es war eine knappe Kiste. Ja, definitiv. Na komm, gib mir mehr. Du willst es ja. Ja, natürlich. Nein. Ja, Gegenstände. Habe ich nicht auch noch Elixier? Eventuell? Ich glaube nicht. Ich habe eine Handgranate. Handgranaten könnten bei ihr auch wirken. Gut, nehmen wir jetzt erstmal Ether. Okay. Ja, Mist. Ja. Hoffentlich liegt sie jetzt. Sie hat ihren Eisschild noch an, oder? Nee. Nein. Hau ihr Limit drauf. Das habe ich nämlich gerade vor. Das war's dann. Jo, das hat ja nicht gerade viel gebracht. Na ja, es ist ja eine S-Bahn, ne? Uff. Das war knappig. Eisgar. Ja. Leben. Du hast noch 14. Leben am Limit. Oh Mist, jetzt ist vorbei. So wird das nichts. Sie war ein böses Mädchen. Ich kann auch dann nichts machen, ne? Du bist dann halt nie geschockt. Ja. Aber hey, das war definitiv besser als beim letzten Mal. Ja, und das für die erste Runde nach einer Woche. Ja? Cloud, hat etwas nicht gestimmt? Ich tritt dir gleich in den Arsch gegen. Migi, mach's erstmal besser. Hätte es nicht gut gekommen, warte mal. Ja, noch mal kurz ich freue mich auf weitere freue dich mal. Daten zu meinen Kampfberichten. Ja. Noch mal kurz nachgucken. Wie brauche ich das mal auch? ATB Boost habe ich jetzt einmal benutzt, hat mir jetzt nicht gerade viel gebracht. Will ich da nämlich eigentlich Magieboost reinknallen. Oder guck mal, was Elementaraffinität ist. Das Blaue. Die Waffen zusätzlich Elementschaden von 8%. In Rüstung halbiert Elementarschaden. Gute Sache, Chef. Du hast es jetzt aber in die Waffe reingetan, ne? Ja. Gut. Ist ja richtig. Gut, wollte ich dich nur nochmal vergewissern. So, versuchen wir es jetzt nochmal.
Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, ich möchte gerne nochmal gegen dich kämpfen. Lege bitte deinen portablen Kampf. Mein Leben schreit förmlich nach diesem Kampf. Ja, was denn? Ist doch so. Sie haucht dich an. Hm. Trotz, dass ich gedrückt habe? Du hast eine Millisekunde zu spät gedrückt, würde ich jetzt mal sagen. Oh Mann. Fällt mir mal. Okay, falls ich das nicht überstehe, fällt mir da was ein. Okay. Janigi, das kann gut sein. Das war ein Crit. Nö. Das war eine schnelle Runde, Schatz. Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal, ne? Das war eine verdammt schnelle Runde. Ja. Eine sehr schnelle Runde. Wobei, mir ist halt was eingefallen. Was ist dir denn eingefallen? Was weiß ich, schickt mich doch eigentlich in den Schlaf. Ich freue mich. Ja, hast du was gegen Schlaf? Ja, wenn ich mich nicht irre. War das nämlich hier was? Ich bin mir nicht sicher. Stärke, Vitalität, Schutz während des Kampfes. Schatten, nein. Irgendwo hatte ich doch was gesehen gehabt, wo du das trägst, wo du dann gegen Schlaf. Oder ich hab's verkauft, dummerweise. Oder es waren die Ohrringe? Es kann auch sein, dass das die Ohrringe waren. Aber müsste ich die dann nicht eigentlich trotzdem sehen? Guck doch mal bei. Ja, wen hat es denn das gegeben? Ich glaube Tifa, ne? Nee, das ist. Der. Das ist aber gegen Gift. Wie gesagt, ich war der Meinung, dass ich da was hatte. Nein, das hätte ich kaufen können. Jetzt fällt es mir ein, das hätte ich kaufen können. Aber wer sollte das denn brauchen, wenn alle anderen immer dabei sind? Ja, aber guck doch, ob du es noch kaufen kannst. Weißt du noch, wo es war? Es müsste ja da bei den Händlern gewesen sein. Das war, glaube ich, schon etwas früher, wo ich das gesehen hatte. Irgendwo muss ja hier ein Händler sein. Ja, direkt vor deiner Nase, hinter dir. Das. Krämerladen. Meinst du den hier? Kann sein. Es ist immer unterschiedlich, was die haben. Gegenstände gibt es nur für Gil. Ja, natürlich. Kein Problem. Nee, die hat das nicht. Nee, die hat aber auch nicht Elixier. Ja. Nun Wachmacher, aber. Das bringt dir aber nichts, wenn du nichts machen kannst. Ja, hätte ja sein können, dass es eine Langzeitwirkung ist. Dann machen wir noch einen. Ich glaube, du beim Waffenladen der waren da noch andere Sachen, die du dann kaufen konntest. Hast du das gesehen? Der Bengel hat mich einfach so angeguckt. Ja, gleich eliminieren. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Ob Materia oder Altmetall, ja, in diesem Teil der Stadt findet man so einiges. Also, kann ich auch noch Materia kaufen? TP-Boost wäre ja auch nicht verkehrt, aber bringt mir jetzt gerade nichts. Nee, nicht gleich leider. Zu kaufen gibt's auch nicht. Ja, ich den Händler, der auch diese Dinger verkauft. Ich vergessen, dass ich die Kamera ja selbst steuern muss. Jein, Niki. Jein. Ich kann hier nichts bauen. Kurz auf die Map gucken. Bei dem noch. Hier links auf die. Oder? Nein, ich bin schon zu viel abgegangen. Ja, du musst musst zurück. Ja. Und dann da rechts halten. Ja, da muss das dann sein. Wow, du siehst echt stark aus.
Gucken wir doch mal, was der hat. Als ich weiß. Magie erhöht sich um 5. Willenskraft erhöht sich. Oh Mann. Der ärgert mich schon. Guck mal bei den Waffen rein. Lederschutz, magischer Muster von Magie, Shinra-Soldaten, schwarz. Da kannst du 3 Materias reintun. Mhm. Hat aber einen beschissenen Wert von der Defense. Der haut alles runter. Den müsste ich haben. Kann sich echt knicken. Ich glaube, ich werde das nie wiederfinden. Oh Mann. Ja doch, wenn du es nicht mehr brauchst. Ja. Mist. Also diese komischen Ohrringe. Shit. Genügt das okay, no change, also... Na, ich weiß jetzt auch nicht, ob du dann später sie nochmal ausprobieren kannst. Hm. Also müssen wir sie platt machen. Ich kann es dir nur ehrlich zu sein nicht sagen. Ich mache jetzt gleich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ansonsten kommt Niki. Muss Niki ran, ja? Ja. Wieder als, Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator. Reserve. Ja. Er kann das. Er macht das. Ich dachte eher als Ablenkung. Als Ablenkung? Mhm. So wie bei den Hunden. Oh ja. Haha, geflochen. Wo sind die Dinger hergekommen? Es wird heiß! Keine Chance! Die kommen gleich mit Eiswaffen. Mhm. Klar, wieder voll erwischt. Hätte das Ding nicht 2 Sekunden später machen können, dann hätte ich noch entkommen können. Sag doch nicht schwach, du Idiot. Mhm. Das ist ein bisschen manchmal, ne? Hui. Das war gut. Aha. Es wird heiß. Ich bin bereit. Aufschauen. Verreckt. Das war... Hör mal, hast du hier irgendwas getan, dass die so pissig ist? Nein. Niki? Das ist so eine miese Art. Das gibt aber... Das gab mächtig aber... Ja. Alles im Griff. Also im letzten Moment, wo ich sie endlich besiegen kann, kriege ich nochmal was auf die Nase. Wahrscheinlich. Wäre nichts Neues. Ja, meistens so. Und alles, weil Niki nicht sein Brokkoli aufessen wollte. Meinst du, der hat heute Brokkoli? Bleiben. Konnte noch nie mal dazwischen springen. Ach. Oh, das wird so weh tun. Ja. Aua. So, dann musst du... Mal lachen, die hier so mal abpacken. Hä?
Mach nicht schon wieder eine Eiswelle. Gemein. Ja, ich glaube, ich hab mal wieder verloren. Was hab ich gemacht? Die Musik ist im Gegensatz zu euch etwas laut. Weiß ich nicht. Sehr bedauerlich. Doch beim nächsten Mal. Aber hier ist das ja immer wieder so ein bisschen anders. Jetzt habe ich es mal ein bisschen runtergedreht für die Schnicki. Nur für dich. Max hört uns immer noch komplett laut. Oder versuch's doch dann später nochmal. Letzter Versuch. Okay. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Vielleicht kannst du es später nochmal machen und hast dann mit mehreren, weil alleine ist sie wohl doch ein bisschen heavy. Sie ist so böse. Ja. Das ist noch nicht mal meine Frau. Nee, so unterkühlt bin ich dann doch nicht. Ja. Sie gleich mit Eis rein. War gut ausgewichen. Ja. Och, ich mag diese Eiswellen nicht. Nee, die tun weh. Vor allem, wenn ich wüsste, wie ich sie am besten angreifen könnte. Mit Feuer. Sie ist halt auch Feuer. Ja, aber ich meine jetzt, sie jetzt noch zusätzlich attackieren. Volle Konzentration. Na, Mama. Hui. Habe ich hier aber ordentlich mal Feuer unter dem Hintern gemacht. Deswegen qualmt die so, ja? Oh. Das ist wieder diese Combo-Attacke, ey. Das ging in die Eisbarriere. Jupp. Vor allem dieser. Interessant. Ich weiß das rechts noch nicht. Aha. Ach Mist. Houston, we have a problem. Nee, kein Mana mehr. Ach du mit deiner blöden Eiswelle. Oh, das wird mächtig wehtun. Sagen wir mal Feuer. Das ging auch wieder in die Barriere. Ja. Oh, wo eins abgekriegt. Ja, komm, schieß die Dinger auch nicht. Oh, die AT. Auch mir schon wieder die Eiswelle. Langsam hast du es mit der Eiswelle aber auch raus. Jetzt oder nie. Kamikaze! Weg. Nein, nicht mal die. Schlucken! Das alles? Mann, schon wieder die Eiswelle. Hui! Aha. Das ist ja aber beinahe schon am Popo angefroren, ne? Aha. Und weiter. Ich konnte wenigstens. Wie gut, dass ich mich vorher noch geheilt habe. Ja, sonst wärst du jetzt hier. Kleine Schau, gefällig. Au. Das wird eng. Das war Glück. Oh mein.
Och, echt, Mädel, lass doch mal deine blöden Eisbarrieren weg. Ja, ja. Ah. Mist. Und jetzt haut sie dir das noch hinterher und du bist tot. Ja. Okay. Okay. Ja, Niki kriegt erstmal Party Time. So. Was war Max auch. Hat Max kriegt auch? Ja. Nee, der hat sich das nicht verdient. So. Nee, bimmelt noch mit Party. Nein, dann kann ich wenigstens mal bei Arena und so mitmachen. Arena und Boss. Ich finde das toll, wenn das Programm dann wieder meint, was anderes machen soll. Besitz, Besitz. Jetzt gibt es nochmal Party. Ich würde sagen, probier es später nochmal. Sonst sitzt du den ganzen Stream jetzt die ganzen da dran, Shiva zu erledigen. Ja. Oder erledigen zu wollen. Ja, ich weiß, es kratzt am Gamer-Ego. Ja. So, was sollten wir denn jetzt hier eigentlich noch machen? Ich war jetzt nur noch drauf und dran, Shiva zu erledigen. Korrespondenten Dante? Boah! Die lassen sich einschmelzen und neu verwenden. Kommt da mit so einem Fachwort hier schon wieder an. Niki hat heute ein Lexikon gefressen. Ja. Oder er hat geguckt, Wort des Tages. Und Max hat in der Arena gewonnen. Wir haben alle nicht aufgepasst. Wir waren zu sehr drauf fixiert, hier Shiva zu besiegen. Ah, nur Max hat mal wieder. Ja, ja, ja. Hm. Max hat wieder aus der Reihe getan. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Heikling. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. 47? Die armen Kinder. Das ist bestimmt sein Nachbar. Ja, deswegen nämlich. Hat er so eine Vorahnung? Okay. Hier lang. Okay. Den laufen wir mal hinterher, weil wir so lieb und nett sind. So süß und knuddelig. Well, habe ich was verpasst? Ja. Ist doch Claude, oder nicht? Ja, er ist die Liebenswürdigkeit in Person. Ja, siehst du? Mhm. Du hast Aris im Team, willst du es nochmal probieren? Meinst du, dass das jetzt geht? Probier's aus. Okay, mal austesten. Cloud, ich würde mich sehr freuen. Ja, ja, ich freue mich auch. Gib mich. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Ich habe nur das Gefühl, dass ich trotzdem alleine bin. Oh nein! Kannst du vermuten? Jetzt hast du mit zwei. Coolio! Ich hoffe, sie greift dementsprechend auch mal an. Oh, ich muss die einzige. Es wird heiß. Volle Konzentration. Ja, es sind nicht die stärksten Angriffe, die sie hat, aber sie knallt wenigstens auch mal eine rein. Mhm. Was kann sie denn eigentlich? So Spirit? Entzieht dem Gegner MP. Verstärkte Wirkung bei Gegner im Schockzustand. Das ist für später dann nicht schlecht. Bei ihrem Magiekreis, Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Auch nicht verkehrt. Gut für Feuer. Mhm. Magie? Ich glaube, ich hätte ihr vielleicht noch Feuer geben sollen. Ja, eventuell wäre das vorteilhaft gewesen. Aber wo habe ich gecheatet? Hm? Ich hab Niki. Böses, böses Niki. Oh, ja, Eisra geht ja noch, Eisra ist schlimmer. Es ist egal, von was man getroffen wird. Ja, Knüppel auf sie ein, Knüppel auf sie ein. Ja, sie macht aber auch relativ, ne? Also so wenig Schaden macht Aerith jetzt auch nicht. Nee. Ich bin bereit. Also zu zweit ist das schon mal, sieht das besser aus. Du? Ja, kloppt ihr die Dinger runter. Verbrennen.
Wieso leuchtet gerade bei ihr so komisch? Ich glaube, du kannst Gebet einsetzen bei ihr. Guck doch mal, was das kann. ATP aller Gruppenmitglieder verbraucht 2 ATB-Einheiten. Ah! Ja, heute auf Angriffsmodus, das ist gut, wieder. Ist für später bestimmt nicht schlecht. Ich würde gerne den Magiekreis mal austesten. Ja, auch nicht. Och nö, jetzt mit Eisra. Mist. Shit. Geh wieder in den Kreis und mach Feuer. Der Deschen nämlich. Nix damit doppelt. Mädel? Oh, nee. Eris kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Super. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Toll, danke für die Info. Nicht gerade jetzt. Oh, sie ist auch benebelt. Ja. Die Frage ist jetzt nur, auf wen macht Shiva Dings? Ich habe ja eigentlich gehofft, weil ich jetzt rüber gewechselt bin. Au. Jetzt ist sie aber auch wieder wach. Jetzt kannst du mit Aerith aber heilen. Danke schön. Jetzt gehst du nämlich auch auf beide und du kriegst nicht mehr ganz so viel Schaden auf einmal. Nimm sie. Nicht mich. Hui! Oh, Zeitlupentempo und der geht an mir vorbei. Aber beide. Okay, der Rest. Nicht. Oh, perfekt. Oh, komm schon. Aerith, geh da weg. Nee, diesmal habe ich geblockt. Aerith. Ja, sie wird bloß noch auch gerade angegriffen. Ja. Ich wollte es nur sagen. Kurz durchatmen? Nee, werde ich kein Gebet. Bete mal für mich. Sollte ich mal zu Niki sein. Oh, ich hätte gedacht, das bringt mehr. Naja. Sie muss auch erst üben. Ich meine ja auch jetzt, Niki. Ist der jetzt schon wieder? What the fuck? Sie schummelt. Machen wir auch mal. Irgendwelche letzten Worte. Ja, ist das ordentlich. Ja, und du hast sie bei Eisgau unterbrochen. Jetzt gibt's, wenn du es überlebst, aufs Scheibe. Gegenstände. Phönixfeder. Blütchen. Was ich schicke. Dafür ist Aerith jetzt tot. Ujo. Ich hoffe mal, dass Eisra schneller. Nein! Aber wesentlich besser. Mach bei Aerith jetzt noch Feuer rein und es sieht noch anders aus. Man muss ein Opfer erbringen. Ja, nee. Und du wirst beim nächsten Mal sicher. Ja, mich interessiert nicht, was du analysierst. Du kannst zur Not auch Gras beim Wachsen zusehen. Vielleicht kriegt er noch Erkenntnisse. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich. Och, Junge! Ich freue mich auf weitere Tief durchatmen, Chat. Ich freue mich aber.
Hey, es gibt nicht mehr jemand Chocobar, vielleicht lädt sie den auch auf. Gebet, Frost, genau, Frost mal austauschen. Mit Glut. Gib ihr das Glut, was schon zwei Stufen hat, dann hat sie nämlich auch Feurer. Ja. Jetzt brutzeln wir ihr den Hintern weg. Ich hoffe nur, du hast nicht das genommen, was Claude drin hatte. Nein, gut. War kein C. Gut. Siehst du? Ja, A ist Claude. Ja. Ne? Ja. Da ist jetzt A. Ja. Vision, Heilen, Gebet und Schokomucke. Ja, nochmal. Cloud, ich würde mich sehr freuen. Ja, ich freue mich auch, wenn ich das testen kann und endlich gewinnen kann. Dann wäre ich glücklich. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Du gehst aber gleich in die Vollen, ne? Warte, warte, Mann. Jetzt will ich wischen. 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 Mit CH. Ja. Mist. Und krieg gleich eine auf die 12. Ja, dadurch war da. Ich war ja halt nur mal so frech gerade, ne? So. Dass ich einfach gleich so angegriffen habe. Keine Chance. Sie hat keine Blockade gemacht. Ungewöhnlich. So. Gut. Rutzel hier. Schön von hinten. Und Eiswelle noch unterbrochen. Das ist natürlich ganz gut. Mhm. Mist, jetzt kommst du wieder mit dieser blöden Barriere. Dann würde ich Feuer aber gar nicht reinknallen. Die war ja jetzt Feuer nur. Achso. Das war gemein. Ja. Echt jetzt? Ja, das bringt auch was. Feuer mag sie gar nicht. Shit! Aber sie hat mich nicht ganz erwischt. Nein, sie konnte Himmelsdings da, Boomster, was auch immer sie da macht, nicht machen. Aber, oh, jetzt drei Schaden. Alter, das ist so gemein. Ja. Warte mal. Beenden. Dankeschön. Die Beschwörung kommt aber diesmal richtig früh. Ja, du hast wahrscheinlich genug auf den Sack gekriegt. Das wird auch wehtun. Hol Ifrit. Jetzt gibt's auf die Schneide. Zeit zu kämpfen. Ja, besonders, sie mag gar kein Feuer, aber er hat mit Eis nicht so das Problem. Ad Hockey! Rutzel ihr ein über! Hau drauf, Phoenix! Oh, jetzt ist er auch noch im Schockmodus. Hau ihr mal noch Feuerer rein. Ich könnte ihm aber den Flammsturz, Feuerbrunst geben. Kannst du auch machen. Und über sie. Hau ich Feuerer rein. Ja, immer Feuer rein. Das mag sie nämlich gar nicht. Oh. Sehr schön. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier bitte. Die Materia gehört nun dir. Dankeschön. Das Lächeln der Eiskönigin.
passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Das stimmt. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Ja, es wird ja auch mal Zeit. Auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, Niki, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir sie jetzt doch so schnell eliminieren. Ja. Oder sagen wir lieber besiegen. Ich würde sie gleich ausrüsten. Bei einem von den beiden. Okay. Echt Glück, minus 2? Das ist ja krass. Okay. Haben die Kinder ihr Geheimversteck? Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Als ob du erwachsen bist. Besonders, sie geht durch dich durch. Ja. Ich war in mir. Ich geh die Dreck. Ich geh die Mus. Mugi! Da bist du ja. Ich hab Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist darauf tippe ich auch, Niki. Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der? Ja, Cloud ist aber auch nicht älter. Nö. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Ja, ich komm doch schon. Ich muss auch mal was trinken. Das sieht auch gut aus. Grün, lila, blau. Mhm. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Gucken wir doch mal. Und jetzt kommt ein Killerhörnchen. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Nee, Soldat ist anders als Bezeichnung, Niki. Nicht um ohne Grund wird das die ganze Zeit in Großbuchstaben geschrieben. Ist nicht Soldat wie ein Soldat, sondern ist nur eine Bezeichnung. Du sollst ja keinen Schaschlik draus machen. Okay. Entschuldigung. Schießkipper? Nee, aber Analyse vielleicht wieder mit reinmachen? Den hatte ich schon. Hast du schon? Mhm, den hatte ich schon. Nee, ich meine allgemein, dass du dann auch Ausrüsten Analyse. Weil die hattest du ja rausgenommen. Jo, mache ich mal rein wieder. Ach, was nehme ich denn jetzt weg? Gut, heilen, MP-Boost, effizientes Blocken. Das nehme ich wieder raus. Brauchst du ja nur, wenn du so einen Over-Gegner hast. Ja, MP-Boost nehme ich auch mal wieder raus. Brauche ich jetzt auch nicht gerade. Ja, du kriegst halt mehr Mana-Punkte. Ist auch nicht immer mal so verkehrt. Ja, dann war's dann nochmal. Das war jetzt Magie, Schatz. Och! Schatz, sag mir doch sowas mal früher. Ja, den. Hi. Tarnreif. Besseres? Pff, nur was Schlechteres, super. Ich glaube, ich muss irgendwann mal einkaufen gehen. Jupp. Es ist vollbracht. Okay. Oh, Cross drauf. Hey, die ist mit ihrem Stäbchen gar nicht so verkehrt. Ja. Erreg keine Aufmerksamkeit. Du hast es eilig. Tja. Was soll man dazu jetzt sagen? Oh, fliegende Ratten. Ist doch voll nett, ne? Oder haben wir hier noch in der Ecke einen? Hm. Stern. Da ist noch ein. Du müsst mich jetzt nicht mit Feuer ansetzen. Die Feuer hatten wir eben genug. Also sag mal.
Hüpfiges kleines Scheißerchen. Komm hier mal mehr. Da ist irgendwo ein Nest. Wir müssen schnell etwas tun. Mach ich. Ja, mach ich mal Kisten kaputt. Ja. Kisten kaputt machen ist mein halbes Leben in diesem Spiel. Ja. Dumpty dumpty dumm. Ich finde das so blödsinnig, dass ich hier nicht einmal runterspringen kann. Es ist auch in den Originalen so, also. Ja, das ist das Einzige, was ich immer Gast habe. Ja, du kannst an vorgefertigten Stellen. Keine Angst! Ja, Eris, du machst das. Du machst das gut. Bin stolz auf dich. Ich habe nur einmal gescannt oder so. Blitz. Feintechnik-LM. Ah, ja. Siehst du, vielleicht, du könntest dann mal Stehlen ausprobieren. Stimmt, wäre auch mal wieder eine Sache. Den hattest du noch nie ausprobiert. Nee. Deswegen wäre das vielleicht, Ich komme hier nicht weg. Nee, du solltest da in das Gewitter vielleicht nicht reinlaufen. Ja, aber ich sterbe jetzt auch so dadurch. Eris, könntest du mir mal bitte... Die hat mal Äther drin. Wieso? Du bist nicht vergiftet. Was ist das dann? Das eine ist stumm und das andere ist, keine Ahnung, aber nicht Gift. Okay. Ich weiß, was ich machen kann. Heile mich! Nicht dich, mich. Ich bin wichtiger. Ich hab das Schwert. Ich bin wichtig, weil ich Schwert habe. Rein. Ja, ich war doch schon am Bremsen. Ich hab's gesehen. Blitz hast du nicht? Ja, nee, hab ich nicht mehr drinne dadurch. So als Hasse. Mach mal das auf Ausspielart. Der fällt auseinander. Und die anderen. Wie schön hast du da auch schon neben mir? Das hängt an der Haustür? Wo soll denn das aber der Haustür nicht gehen? Das ist für ungebetene Gäste, damit sie gleich wissen, worauf sie sich einstellen können in diesem Haus. Ach, da ist ja noch so einer. Ja. Yep. Überlass das ruhig mir. Ja, deswegen habe ich dich auch rausgewählt. Oh, und noch zwei? Die denn immer hier so alles langrücken? Und weiter geht's. Alles dreht sich. Ist der hinter mir her? Nicht mehr. Och nö, ist klar. Ich bin bereit. Ja, hallo, ich kann. Oh.
Habe ich. Ach nee, ich habe auch noch nicht mal mehr das drin. Nein, du musst die Phoenix wieder nehmen. Ja, Entschuldigung, ist so. Ich bin fast voll am Arsch. Ein süßer Hintern ist in Gefahr. Oh, habe ich was gegen. Bleib mir weg. Mag dich nicht. Wenn Migi manchmal ist es genau umgekehrt. Die Kinder gehen dahin, wo sie nicht spielen sollen, und dann sind dann solche Dinger da. Ich glaube nicht, dass das Ding da als Spielplatz ausgezeichnet ist. Nee, nicht wirklich. Bringt mir jetzt nichts. Geh doch da nicht rein, Mädel. Das weißt du. Das Ding ist wie eine Eisenbahn. Ja. Ach, komm da raus, sonst kann ich dich nicht angreifen. Ja, super, Claude. Das nächste Mal springst du ein bisschen näher dran. Ey, wie viele Phönixfedern muss ich denn für die Ish noch ausgeben? Tut mir leid. Das passiert mir nicht nochmal. Nee, der rotzt schon wieder. Los geht's. Volle Konzentration. Ui! Tja, göttliche Taste funktioniert nicht, wenn er das Schwert eingeklappt hat. Nee. Heilemann und Söhne. Heilemann schon wieder. Ach, Mann. Bin ich denn hier? Muspasser? So. Jetzt haben wir mehr Farbe. Ja, Aerith ist so fett. Hier ist alles total bröckelig. Bestimmt wegen der Reaktor. Ich habe bei dem Kampf nicht mitgemacht. Ich gehe. Ich glaube, ich auch nicht. Ja, wer hat verloren gegen Aliseas Knuddeleinheit? Niki? Ho. Gut gemacht, Mama. Boah, zweimal in Folge. Ja, und gegen Behemoth hat sie auch noch gewonnen. Oh ja. Danke. Oi, oi, oi. Cool. Sie hat heute gut gegessen. Also, gehen wir zurück. Oh, hier soll noch Gleitschutz geben für die Rotzbäckel? Hey, die gehören was auf den Hintern. Ja. Ja, nun hoch. Könntest du vielleicht auch hochgehen? Ich will dir definitiv nicht unter das Röckchen gucken. Tut mir leid, da ist sogar Tifa interessanter. Och, nicht schon wieder einer, Mann, nein. Keine Chance. Klotchen, geh mal ein bisschen schneller. Ich habe keine Lust, wieder so eine Selbstzerstörung zu erleben. Nicht? Nee. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Danke fürs Stillhalten. Zu unserer Zeit gab es keinen Geleitschutz. Da hieß es, schwing deinen Arsch dahin, sonst gibt's was auf dem Arsch. Mhm. Wir hatten auch keinen Geleitschutz, wir hatten nur die alte Clique. Die gab keinen Geleitschutz, die waren einfach da. Ja, und gab von denen auf den Arsch. Ja. Wenn ein Fremder uns Kindern zu nahe gekommen ist. Ja, so sollte das ja eigentlich auch sein, oder? Auch schon wieder diese kleinen Sprüche. Weiß schon, dass du sie gerade durchgeschnitten hast. Ja. Gut. Tschüss. Es ist aus. Bis hier nicht weiter. Genug. Es ist geschafft. Ach, der Kopf ist so schnell fertig, da kann Aerith noch nicht mal anfangen zu heilen. Aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Ich darf bestimmt auch nicht von euch. Oh, Kinder! Die hängen dir jetzt am Rockzipfel. Ja, richtig klasse.
Lass mich raten, hier gibt's jetzt auch gleich wieder voll auf die Möhre. Sieht so danach aus, nach Kampfplatz. Naja. Schwusch. Oh, Kinder. Ich liebe Kinder, solange es nicht meine sind und ich sie abends zurückgeben kann. Ich liebe Kinder auch, am besten frisch angebraten. In einer leichten Knoblauchsoße. Oh, ja. Mit Bärlauch verfeinert. Ja. Tiefer, warte doch. Tiefer. 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 Tiefer? Meint sie dich jetzt? Was ist los? Nichts. Ich bin nicht böse. Tatsache. Deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Nun, bevor es weitergeht, gehe ich nämlich jetzt bei und mache jetzt meine Materie. Analyse hatten wir drinne. Das muss ich noch rausnehmen. Da könntest du ja Stehlen mal reinprobieren. Ja, kommt sofort. MP Boost, guck mal weg. Stehlen machen wir mal rein. So heilen. Blut. Nochmal statt heilen hatte ich, glaube ich, Wiederbeleben drinne, ne? War ich? Irgendeiner hatte Wiederbeleben drin, ja. Mach ich das erstmal hier rein. Analyse, Gewitter, wenigstens das drin. Stehen sieht man ja dann, was kommt. Na, du kannst halt von jedem Gegner was stehlen. Kommt halt immer nur drauf an, was du kriegst. Ja, deswegen will ich wenigstens einmal austesten. Danke. Bitte. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sag dann nicht mich fragen. Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Hui! Toll! Ich brauche eine Bank. Musst du dich erstmal setzen? Ja! Ich bin so erledigt, ich bin so erschüttert, ich bin. Oh. Hier geblieben! Keine Angst, euch passiert nichts! Warte! Die hat ein Helfer-Syndrom. Ja. Und was ist jetzt, Niki? Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Ach, da kann man nicht mehr hin. Das ist aber blöd. Er sollte echt mal zum Arzt gehen mit dem Scheiß. Vor allem, er sollte aufhören, das zu nehmen, was er nimmt. Mhm. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Und wieso könnt ihr da nicht mehr hin, Niki? Aeris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Oh, okay. Ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Sie denkt bestimmt das gleiche wie ich gerade. Wieso? Schwubbelo! Geht es noch mal weiter? Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Ja, du bist ein Held. Hören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich hab schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Komm doch ab und zu mal vorbei. Das finde ich cool, Niki. Da ist ein Auftrag. Aber schon alleine von dem Kostüm würde ich mich fernhalten. Ja. Wisst ihr was, Leute? Ich mach jetzt erstmal eine Pause. Gut.